Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Montag, den 3. Juni 2024. Und aus dem Löschwasser springt ein Bulle, ziemlich cool und gut gelaunter Bulle raus. Wir haben darüber gesprochen, dass man insbesondere jetzt über 5,30 aufmerksam sein soll, weil der Markt eben leicht wie haben wir es beschrieben, ich glaube, wir hatten so wir hatten gesagt, wenn er über 5,30 geht, nicht, dass dann da jemand Short reingeht und dann macht plötzlich Fumm und der steht 70 Punkte weiter oben und genau das ist passiert. Leider ist das erst 21.40 Uhr passiert, wo die meisten wahrscheinlich von euch schon längst ausgemacht haben, weil das ein elendiger, langweiliger Tag zur Seite gewesen ist. Oder vielleicht sogar der eine oder andere von euch noch ausgestoppt wurde, weil der am Nachmittag dann hier nochmal ein neues Tief gemacht hat. Das war ein bisschen frech, aber es sei unserem DAX gestattet. Denn es hat sein Ziel ja offenbar erreicht, hat ja nochmal einige auf Short gedreht, hat ja wahrscheinlich auch einige Long rausgeschmissen, die vorher schon im ersten Ankratzen über 5,30 Long reingegangen sind. Also ein schönes Schauspiel, wenn auch bestimmt ärgerlich für den einen oder anderen, aber im Endergebnis genau das passiert, was wir besprochen haben. Ne? Käufer und Verkäufer haben auf beiden Seiten plötzlich Stress. Die Verkäufer, weil sie vielleicht hier unten eben ihr Ziel nicht, oder nicht vielleicht, sondern weil sie unten ihr Ziel nicht gekriegt haben, sowohl die SKS-Verkäufer als auch die normalen charttechnischen Verkäufer, die hier auf die Hochs wollten oder die aufs SKS-Ziel wollten, die sind noch nicht im Zweifel alle rausgekommen, weil das Tief eben noch nicht da war. Bei den Käufern ist es so, die gewartet haben auf 250, 200 oder auf 360, die sind noch nicht drin und schwupp, dann kommt eben sowas bei raus und dann kriegt richtig Stress. Und das kann zum Montag genauso weitergehen, weil dieses Stresslevel ja jetzt einmal geschürt wird und jetzt noch kommen kann. Das kann passieren, dass wir 915, 39 schon oben bei 700 stehen, 670, 700 stehen. Das wäre durchaus nicht unüblich in einer solchen Situation. Ja? Wie würde der Markt denn reagieren? Er haut wahrscheinlich sich oben in die 700, 670 rein, schiebt dann ewig zur Seite und geht dann Dienstag weiter hoch und versucht dann wahrscheinlich eine Trendlinie aus den beiden Hochs anzuklatschen. Die können wir schon mal ziehen. Das wäre dann ein schönes Dienstagsziel, wenn er denn zum Montag mitspielt und sich schön noch oben rausfummelt. Ja, aber dann könnte man hier oben, guckt mal, das ist jetzt so 8,40, die könnte man durchaus anpeilen, ja, wenn er jetzt weiterzieht. Auch die Leute, die vielleicht jetzt über 5,30 gemacht haben, wie wir es in der Analyse gesagt haben, ja, die jetzt überlegen, bis wohin kann ich so einen Trade halten. 6,25, 600 ist eine Station, die 700, 6,70 ist die zweite wichtige Station und die dritte Station ist tatsächlich hier oben die 8,40 und spätestens dort würde ich dann aber auch einen deutlichen Teil rausnehmen, weil von da wahrscheinlich auch nochmal gut und gerne bis in die 6,50 zurückkommen kann, ja, von dem Kontakt dann hier. Ja, soweit die Erwartungshaltung für die positiven Szenarien, wenn der Stress hier jetzt weiter reinkommt und Käufer, Verkäufer ein bisschen Angst kriegen, dass sie eben kein Tief mehr bekommen und für den Freitag hat es ja da schon gut reingerochen, sollte er aber von 600, 6,25, das ist ja Stand jetzt erstmal ein Widerstand, ja, sollte sich aber hier abstoßen und nach unten drehen, im Bereich von 600, 6,25, abstoßen und nach unten drehen, sollte man davon ausgehen, dass er nochmal auf die Hochs hier aufsetzt, die hier bei 5,30, 5,40 liegen. Das ist an sich ein sehr guter Support, das heißt, er kann sich sehr, sehr, sehr leicht von dort auch wieder hochdrehen und von dort auch in eine 700 reinlaufen, das ist grundsätzlich vollkommen machbar. Ja, also 600, 625 abdrehen, 530, 540 aufdrehen und dann hoch in die 700 und weiter. Wäre auch als, ich sag mal, zweite Alternative für ein positives Szenario durchaus mit verwendbar, wenn man eben klar und deutlich sieht, der haut immer unter 625, 615 raus. Also wenn man zum Beispiel sieht, der ist, ich sag mal, nach 9:30 Uhr immer noch da. Ja, bei 600, 625 und der macht dann, kippt dann auf neue Tagestiefs, kann man davon ausgehen, dass man den erstmal bis in die 35 reinhandeln kann und dann kann man dort versuchen, sich auf Long umzudrehen. Das wäre ein probates Mittel. Ich glaube aber fast, dass er sich einfach weiter nach oben durchdrückt. Sollte die 5,30, 5,40 nach unten nicht halten und nach unten kassiert werden, hätten wir erstmal das Szenario, dass er wahrscheinlich in die Range wieder eintaucht vom Freitag und dort auch ganz täglich drin bleibt, dann aber zum Dienstag weiter tiefer rutscht und auch deutlich tiefer rutscht. Ja, dann würde die Welle, die er hier gemacht hat, nochmal von hier nach hier projizieren und dann kommen wir locker in den Bereich 250, 200 rein. Das wäre das negative Szenario. Ja, dafür müsste die 5,30, 5,40 nach unten verlassen. Ja, das ist so das, was man zum Montag anwenden kann. Das heißt, eure Aufgabe ist es, früh zu gucken, wie bewegt er sich, hat er Stress, also drückt er nach oben, dann wäre das eher für einen Long positiv, würde ich eher Long handeln, in die oberen Ziele rein, wenn dann die 700 da ist, einfach ein bisschen mal ein paar Stunden weggucken, den machen lassen, kann man zum Abend nochmal ansetzen oder am Dienstag dann in den nächsten Long rein, schönen Rücklauf abwarten. Sehen wir in der 6,25, 600 klemmen bleiben. Wisst ihr auch, okay, Rücklauf einplanen auf die 5,30 und dann guckt ihr dort unten nochmal genauer hin, ja, ob er sich aufdreht oder abdreht und dann kriegt er den Montag wahrscheinlich ziemlich gut gegriffen. Damit würde ich sagen, belassen wir es dabei. Ich erinnere nochmal ans Seminar,
Plätze werden langsam wirklich rar. Ich glaube, jetzt sind schon bloß noch 4 Plätze. Und wer noch kommen möchte, meldet euch. Schreibt uns an. Wäre sonst ärgerlich, wenn wieder alle in der letzten Woche kommen und dann keine Plätze mehr frei sind. Haben wir ja eigentlich jedes Mal, wenn es dann voll ist. Ja, wenn ihr bei sein wollt, überlegt es euch frühzeitig genug. Sonst, ich meine, das ist okay. Irgendjemand muss sich ärgern, das bleibt nicht aus. Ne? Wollte es bloß gesagt haben. Gut, ich mache hier zu, wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.